Wir bedanken uns recht herzlich, dass Sie bei Schnee, Wind und anderen Gewitterstürmen nach Kefalu gekommen sind. Für uns ist es wiederum auch ein Erlebnis, dass man doch sieht, dass die Münchner Presse zu uns hält in einem besonderen Maß. Möchte natürlich auch sagen, ihr wart verlockt durch das gute Augustinerbier. Und natürlich durch unsere charmante Yvonne Heckel, die wollte sie wieder ganz genau gewusst haben, dass der Brotzeit herricht. Das euch natürlich verwöhnt, überhaupt keine Frage, liebe Yvonne. Herzlichen Dank von uns allen, im Besonderen auch von den Kefaluer Freunden. Wir haben Decken hergerichtet, ab 24 Uhr wird das Lagerfeuer angezündet. Also ihr braucht euch keine Gedanken machen, ihr seid versorgt bis morgen früh um 5 Uhr. Wenn irgendeiner längeren Freizeit Platz braucht, das macht dann der Herr Rieger. Ich übergebe jetzt das Wort an den Vorsitzenden, den Kefaluer Freunden. Ich sage danke für euer Kommen. Und alles Neues im Vorfeld berichtet Klaus Rieger, der Vorsitzende der Kefaluer Freunde. Also danke erst einmal, sage ich auch fürs Kommen. Danke an unseren Festwirt, an den Edmund Radlinger mit seinem Team, der uns tatsächlich eine gute Brotzeit hergerichtet hat. Er hat sich Mühe gegeben, dass jeder was zum Essen hat. Ich hoffe, es hat auch jeder was. Kommen seid ihr am Kefaluer Wochenende. Das Kefaluer Wochenende geht vom Freitag, den 4.7. bis zum Montag, den 7.9., also im September. Der Kefaluer Montag ist ja ganz ein traditioneller Tag, den gibt es ja schon seit 955. Wir haben zuerst gerade in unserer Chronik nachgeschaut. Wir haben heuer das 20-jährige Wiederbelebungsfest, also das sind auch schon wieder 20 Jahre, dass der Kefaluer Montag regelmäßig in der gleichen gewohnten Manier abgehalten wird. Das Fest ist ja sehr traditionell. Wir haben uns jetzt in den letzten Jahren immer wieder Mühe gegeben, auch für die ganzen Rahmenbedingungen zu sorgen. Das heißt also, dass man den Kefaluer Montag in der Kefaluer Wochenende, das ja auch eigentlich an der Tradition anknüpft, früher war es ja eine ganze Woche hier ein Volksfest. Und wir hoffen, dass wir auch heuer wieder ein spätes Programm bieten können. Ja. Wir fangen auch am Freitag mit, du unterbrichst mich, wenn ich das nicht richtig sage, mit einem Tag der Jugend. Es sind diverse Jugendorganisationen, die schon zugesagt haben, die wo kommen. Es wird aber auch hier schon, denke ich mal, so manch einer, der am Samstag seine Tiere präsentiert und aufbaut, hier sein. Das Ganze wird natürlich immer wieder unterstützt, auch vom Bauernverband und meine beiden Kefaluer Freunde, Herrn Stürzer-Antonio und Rosenball-Peter natürlich auch herzlichen Dank gesagt. Genauso natürlich der Heikel Johanna, die da hinten sitzt, natürlich auch größten Dank. Die bäuerliche Tradition ist ja im Kefaluer sehr, sehr wichtig. Ich bin zuerst auch schon gefragt worden mit unseren Buschen, was denn das so ist und der Strohhut. Es ist natürlich so, dass zuerst die Landwirtschaft fast nur Strohhut getragen hat. Und dieser Kefaluer Buschen, die hat das nach meinem Wissen und auch, das ist immer wieder bestätigt worden, die älteste Tradition von allen Abzeichen. Also die Landwirte, die früher auf dem Kefaluer gekommen sind, der war ja tatsächlich der Vorläufer vom Münchner Oktoberfest mit über 40.000 Leuten. Die haben alle den Buschen hin und haben so lange den Buschen am Bord dorten lassen, bis er runtergefallen ist. Und da hat man halt dann gesagt, dass man halt der Tradition verbunden ist, wenn ein Kefaluer geht. Wir haben am Samstag, da möchte ich dann eigentlich gleich überleiten, weil machen wir einfach Samstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Unser Kefaluer Freund Dr. Thomas Krupp hat mit seinem Team am Samstag, denke ich auch, eine einmalige Veranstaltung auf die Beine gestellt, mit ganz viel Mühe, natürlich auch mit großen finanziellen Anwendungen. Das wäre eine ganz eine tolle Sache, die von Mittag, circa Mittag, bis spät in den Abend geht. Wir haben auf die Nacht. Es ist auch Tradition, dass ein Kefaluer nichts kostet, also das ist ein Eintrittskost. Wir haben am Abend die Eckendorfer Blasmusik da, die Hinterhofmusikanten, wir machen eine schöne Party im Zelt. Und ab 12 Uhr ist hier wirklich eine sehr, sehr große Blackbee-Ausstellung. Blackbee mit Unique und da gebe ich gerne an die weiter. Ja, lieber Klaus, vielen Dank. Darf mir kurz vorstellen, mein Name ist Thomas Krupp. Sie hören es an der Sprache, ich bin nicht aus Oberbayern, nicht aus Niederbayern. Ich bin aus Schwaben, bin Gastarbeiter hier in Bayern und wir haben unseren Sitz in Grub und in Landshut. Die Bayerngenetik ist eine bäuerliche Organisation, eine GmbH, aber hinter dieser GmbH stehen 25.000
Bauern und wir möchten in diesem Jahr die Gelegenheit nutzen, auch als Käferloher Freund, hier dieses Wochenende ein bisschen bäuerlicher noch zu gestalten. Und wir wollen diesen Samstag nutzen und wollen der Landbevölkerung, mit der Landbevölkerung auf die Stadtbevölkerung zugehen. Wir möchten hier eine Fleckvieh-Veranstaltung abhalten, eine Fleckvieh-Schau. Wir wollen schöne, wunderschöne Kühe hier aus dem Oberland, aus Niederbayern, aus Schwaben, hier nach Käferloh bringen, insgesamt 47 Kühe. Und die werden hier in einem Wettbewerb gegeneinander in den Ring treten. Und die schönste Kuh wird als Miss Munich gefeiert und sie bekommt auch einen relativ hohen Geldbetrag. Sie bekommt, Frau Kampschulte, wie war es, 2.500 oder wie viel haben wir? 2.000 Euro, die schönste für die schönste Kuh. Also wir wollen natürlich auch den Bauern etwas bieten in Zeiten, wo es den Bauern nicht so gut geht. Der Milchpreis geht nach unten, die Ferkelpreise sind am Boden und wir wollen den Bauern einfach hier in der Stadtnähe einfach eine Gelegenheit bieten, dass sie sich auch mal einen halben oder einen ganzen Tag Zeit nehmen können, sich erholen können und sich freuen können. Und wir sind ganz dankbar, dass insbesondere das Augustiner, dass die Brauerei Augustiner uns hier das Festzelt zur Verfügung stellt, dass wir gutes Bier haben, dass wir die Einrichtung nutzen können für den Abend. Wir wollen aus der ganzen Welt, wollen wir Gäste, haben hier Gäste eingeladen. Wir schätzen, dass 250 Leute aus dem Ausland zu uns kommen. Wir haben die ganzen Jungzüchter eingeladen, haben allen Zuschüsse gemacht für den Bus, dass sie herkommen können, dass sie das Fest auch hier genießen können bei einer Maß Augustiner und dass wir eben hier ein wunderschönes Fest feiern. Zum Programm, um 12 Uhr geht es los mit dem Fassanstich durch den Landrat Göbel. Er wird hier er ist auch der Schirmherr dieser Veranstaltung, wo wir sehr dankbar sind. Wir werden dann einige Gäste haben, die Grußworte sprechen, zum Beginn macht hier der Landrat Göbel, dann der Herr Bürgermeister Korneder aus Grasbrunn. Dann haben wir als wichtigen Gast und als, ja, wo wir sehr stolz drauf sind, dass der Bauernverbandspräsident aus Bayern, der Herr Heidel, Walter Heidel, eben hier auch ein Grußwort spricht und also hier auch zu den Bauern kommt. Und dann wird noch der Herr Klaus Rieger ein Grußwort sprechen. Anschließend erfolgt traditionell eine Viehsegnung durch Prälat Obermeier, den Sie sicherlich kennen von den vergangenen Käferloher Montagen. Er hat sich das nicht nehmen lassen. Er kommt zu uns, segnet das Vieh, segnet auch die Bauern und dann treten wir in den Ring. Und wir haben extra unter Hilfe vom Herrn Radlinger, ist trotzdem nicht ganz billig gewesen. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und haben ein großes Zirkuszelt hier, wollen wir herbringen. Und in dieser Zirkusatmosphäre wird ein österreichischer Schaurichter, der Herr Scherzer aus Paternion in Oberkärnten, wird dort einer der bekanntesten Schaurichter der Welt. Der wird dann diese Tiere entsprechend ihrer Qualität richten. Und dazwischen wird dann der Besitzer des Zeltes, also der Zirkusbesitzer, wird hier einige Einlagen bringen, einen Seiltanz, einen Jongleur, einen Clown. Und der Herr Radlinger hat uns versprochen, dass er das Ganze auch noch gestaltet mit einem Clown, der außerhalb für die Kinder eine Attraktion bietet. Er wird mit original alten Kettenkarussell hier aufwarten. Und wir glauben dadurch auch ein entsprechendes Ambiente, nicht nur für die Land-, sondern auch für die Stadtbevölkerung zu schaffen. Und insbesondere in der jetzigen Diskussion, wo ja das Tierwohl eine große Rolle spielt, wollen wir den Verbrauchern zeigen, was unsere bayerischen Familienbetriebe, welche Kühe sie züchten und was auch das Zuchtziel der Bayern-Genetik eben darstellt. Und mit diesem Zuchtziel gehen wir auch ganz in die Welt hinaus. Fleckvieh ist ein wunderschöner, ist wirklich ein wunderschöner Exportartikel und das ist für uns auch sehr wichtig. Es werden zusätzlich 3 Zuchtbullen aus unseren Stallungen hierher kommen. Das ist nicht immer ganz einfach, weil die danach wieder in Quarantäne gehen müssen. Wir werden 2 Esel bringen und da werden wir Ihnen auch zeigen. Das ist ein sogenanntes Esel-Revitalisierungsprogramm. Wir wollen eigentlich schauen, dass wieder mehr Esel hier in Bayern auf den Betrieben sind. Nicht nur zweifüßige, da haben wir schon genug, aber den vierfüßigen. Und da wollen wir den Leuten, auch den Bauern demonstrieren, wie wichtig heute ein Esel sein kann für einen bäuerlichen Betrieb. Abends zeigen wir dann noch Nachzuchtkühe von Bullen unserer Station und dann wollen wir eigentlich das Ganze sacken lassen. Wir wollen dann
in das Zelt gehen, wo untertags ab 12 Uhr mittags die Mangfalltaler, die originalen Mangfalltaler, eben eine zünftige Musik spielen und abends dann eben ein weiterer Höhepunkt. Und da bin ich ganz dankbar, dass der Sepp Hornburger uns eben das möglich gemacht hat, dass wir die Jetzendorfer Hinterhofmusikanten hier nach Keverloh bringen konnten. Und ich glaube, die sind bekannt für fetzige, für tolle Musik, für tolle Stimmung. Und wir glauben, dass wir dann abends einen Züchterabend mit unseren Gästen, aber vor allem auch mit der Stadt- und Landbevölkerung hier in Keverloh feiern können. Und wir wollen alte Traditionen hier an diesem Standort wieder aufleben lassen. Und ich darf Sie natürlich, insbesondere Sie als Presse, dazu ganz, ganz herzlich einladen, dass Sie auch an diesem Samstag hierher kommen. Ich glaube, es gibt einiges zu sehen und ich glaube, bereits am 27. wird auch das Ganze nochmal aufgebracht von einem Stammtisch hier mit dem Herrn Christoph Krebel in MTV, München TV, wird auch das Ganze nochmal ein bisschen näher gebracht, dass auch die Stadtbevölkerung hierher kommt. Das im Allgemeinen, oder das von meiner Seite, ich darf das Wort zurückgeben an der Klaus Rieger und mich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, natürlich ist es der Samstag und wir hoffen natürlich auch, dass der Samstag vielversprechend wird, das Wetter passt, das Programm spricht für sich. Am Sonntag ist ja unser traditioneller Kirchgang hier in unserer Kirche. Und nach der Kirche findet wiederum am ganzen Sonntag eine Veranstaltung. Die Veranstaltung wird geleitet von unserem Mitglied, der Hamburger Sepp, der Profimusiker, Schirmherr, die ist auch der Landert und da geht einfach gleich weiter an den Sepp. Der kann es meistens sagen. So, ich bin verkehrt miteinander. Wir, wenn wir so schön ist, haben natürlich die Kultur einfach zu beiden dazu und im Besonderen zu den Keverloher und hier in dem Land. Die haben wir ja gut wegen Blasmusik und mit der Musik und Kupplese und mit Tanzelmusik und mit Zwergenmusik sind wir in diesem Land sehr gut gesehen. Aufgrund dessen haben wir sich halt einmal zusammengesessen. Was macht man an so einer Kultur da? Man will einfach auch immer wieder versuchen, das ganz wendig zu halten. Und da hat sich das dankenswerterweise ergeben. Der Landkreis Münden hat ja jedes Jahr einen Tag der Blasmusik. Und da haben wir uns beworben, die Keverloher Freunde, und dieser Tag der Blasmusik wird heuer stattfinden. Das ist dann der 6. September, also ein Sonntag, in diesem Zelt. Es ist immer wieder eine Herausforderung in einem großen Zelt mit der Musik. Wir hoffen, dass auch dann die Urschauer, die Leute kommen und das also für gut heißen. Das, was jetzt noch am Anfang gesagt wurde, die Beginn ist einfach in diesem Tag nur Frühmesse. Früh werden dann zusammen unsere gehen zur neuen Shoppen. Das macht von den Freunden aus, von der Kapelle, von den Freunden aus Ried, Chiemgau. Das macht die Blaskapelle Bremen, die uns unterstützt. Mit der man schickt praktisch von Videos rüber ins Festzelt und die spielen auch in dem Zelt noch in der Shoppen. Dann um 12 Uhr wird dieser Landrat, Christoph Göhr, dann den Tag der Blasmusik eröffnen. Da gibt es einen Gemeinschaftscode an aller Musikkapellen und da wird Blasmusiken, die an diesem Tag hier lauten. Und wenn ihr den Gemeinschaftskurs macht, wer jetzt genau langdirigiert, weiß ich nicht. Also da gibt es jetzt verschiedene Sachen. Herr Konrad auf alle Fälle. Ich schätze jetzt einmal, dass der Flieger. Das weiß ich aber immer. Das überlasse ich in der Jury und das andere mal schön wichtig ist, dass auch ein schöner, herzhaft und wirklich ein kultureller Tag. Unsere Musikkapellen aus dem Landkreis Münden werden zeigen, wo wir so die Musik plus Dargebot werden kann. Dann, das heißt nicht, dass man es humpertät reicht. Es wird Konzert, es wird Schütte, Blasmusik, es wird Landwirtemusik, es wird mehrere Musik. Und wir haben uns gedacht, wenn jetzt da die Musik auf der Bühne ist und runter zwei bis die nächste haben wir Geld.
Veranstaltung gibt, machen wir eine zweite Bühne. Wir haben da Musik auf, wo im Landkreis mehr und umgeben wir ja mehr. Dann, und jetzt machen wir auf einer zweiten Bühne, machen wir dann kleinere Lesesorten. Es wird mit Harfenmaßen, mit Singer, kurzer Musiker. Ich spiele jetzt folgender, machen wir auf Ablaufen, dass eine Musikkapelle rundet. Droht die nächste großen Bühne machen, bis die anderen untergingen und die nächsten aufgingen. Immer auf einer kleinen Bühne sagen, spielt Daniel in dem Fall jetzt die. Und sind jetzt so. Das ist die Fabrikmusik Serbien. So. Das ist die Knepf und Karten. Das sind zwei Gruppen, ein Master und eine Frau dabei. Dann unsere Gruppe, wir sind, also wo ich selber der Kirche bin, das ist die Sanzgruppe. Kirchheim, das Bälle, und wir, unsere Gruppe ist die Musiker, dann die Kirchheim, und eine kleinere Gruppe, das ist halt mehr Zanzelmusik und so, und Borisch, das ist mir aber dann kommt, die Sängerin, die Preis, und beide, das sind die Truppe, und passt, die Pferde aus Niederbayern, spielen die weitere an, weil wir sie, das noch nicht einmal ein bisschen da, jeder anfangen, weil wir gesagt haben, die müssen Punkt 2 halt sein. Die werden circa eine halbe Stunde wird die Kapelle spielen, dann wird umgeflogen, kommt immer die Kapelle das abdecken, dann wird wieder die nächste Kapelle und so geht bis zu drei, sagen wir 16 kleine. Und wenn dann in die Gruppe gibt es eine Pause und wir gesagt haben, wenn wir Gruppen schon alle da und die haben ja alle super, machen wir noch gute, wirklich eine kante Gruppe drum, dann weiter, nachher dann der Vorgang. Machen wir jetzt dann das. Dann wieder Worten funktioniert. Ich weiß nicht, wie nicht das anders, dass wir das von dann da haben zu Gruppen bei natürlich und vorher ein bisschen mit Spieltruf, aber nach dem Gruppen bricht man sich das jetzt ab. Das macht dann Gruppen, so eine Gruppen, das muss nicht genau anders auch sein, was dann, wenn ich jetzt ein Fallpunkt, das wo da singe ich das und drauf oder da immer was sein, sage ich, dann wird es, ja, das ist eigentlich so eine super Sache, machen wir jetzt in die Lehrer, gerade viele so, ist du, Vorgart, da muss jetzt noch raus, so fett ist und exakt, weil. Genau, dann fast kommt und dann kann eigentlich das. Das kommt von innen raus, ist das von den Musikern auf die. Und das Wichtigste, um das Rüberspringen, wird ja die Leute und das Publikum, das ist das, was der fahren kann und versucht mitgeht. Und eigentlich unser Gruppe fünf Minuten. Und jetzt machen wir halt da den Hörgang mit vorher und hab den fünf Gruppen, dass nachher die Mitunterarten zu machen. Wir hoffen, die haben die Leute zufrieden, der Gaudi sind und das selber der Gaudi froh und dass die Leute haben und haben. Der Ole ist die Käfer. Wenn der Gaudi gerade sagt, dass ihr Gaudi war, ja, Gaudi ist gut. Und die Zukunft, wenn es ein Gatt ist, dann schreit er es drüber. Ich hoffe, dass das gut ist, wenn man weiß, weil die Bewegung findet, dass es nicht bringt. Es ist nicht so Sachen, wie nicht wie eine Kultur. Das ist heute nur so in Sittig an und die Kurve auch. Das ist jetzt vielfältig. Und ich habe mir nur die Leute auf Kanalis gerundet. Ich habe wirklich 50 gefunden auf Maß jetzt. Das ist okay, fast einige Jahre. Und muss ich dadurch hängt man schon ein, den Leuten anreden und da und sagen, komm mal der Ming ein oder anderen oder so. Und da ist neben halt, ja, darauf kommen wir halt sowas. Ja, dann sagen, ja, dann kommen wir nach Ming. Ja. Und wie im Groß war es sonst. Ich sage jetzt nicht, das war es eigentlich, es werden ganz besser irgendwie gesagt, Hilfe, nicht mal ein Schluss, aber jetzt halt nicht einmal. Und es ist Nacht sein, bis jetzt noch, jetzt schauen wir, wie die sagt jetzt, also ich habe das dann ein paar Haargar, das da wird, wo man es spielt, und sie ist gar, da ich mache wirklich gar, da hätte man mich noch andere vielleicht gar noch aus, oder ich sage eine oder andere, oder vielleicht auch mal gesungen, oder jetzt nicht mehr, das war das meine Wunschpass. Also, jetzt warte ich, bin bloß, nein, Paar. Zeit. Ich bin jetzt froh, dann haben die Leute Mut zu trinken. Die lassen sich gut aus. Ja, ist ja so. Da schaut das nicht aus für uns. Nein, schauen wir mal. Dann suchen wir dann doch schon mal einer Zeit. Der Mut hat, dass die, wie gesagt haben, zum dritten. Immer Montag ist ja der Käfer. Der läuft ein Fels in der Eichhaut. Am Montag hat sie am Montag Brandung. Die kommt die Land mit Käfer. Raus, fängt jetzt gleich an. Um 9 aus dem Bett früher packt, aber trotzdem mit am Montag. So wie es auch ist, wir haben Wert der Käfer. Und sein Weg. Ausschaut, Tantl, draußen, Seel, alles voll für Marx, musst du irgendwann jetzt hier dabei. Stand, wir haben mit jedem verschiedene, was der andere Punkt da ist. Kettheimer 3, die Edmund bringt Punkte noch ein paar. Wenn man alle Hefte her, oder Eisengeschäfte, Geschäfte, also da versuchen, schaut die Marx bunt aus. Augustiner Drausei, ziemlich mit einer Muck ausgespannt, der Brat. Also, das schaut, kommt aus wie im Oktoberfest. Natürlich, die, also in der Pferdl ganz gut, Augustiner draußen hat geschmeckt. Schickt da Dinger von was,
und er bringt uns einen Stichtummer zum Schätzen gehabt. Heute leider zu wieder die Bauern haben hier, die haben ja einen Fischen ist, das haben geschätzt. Also ich konnte natürlich sagen, der wohl noch gekauft hat von dem Garten, schätzt sie gar nicht. Bloß keine Ahnung, der Fisch, der wächst der unheimlich viel zu grob, wieder keine 10 Kilo. Nicht viel Arbeit, aber ich habe einmal 1000. Wir haben das ist dann letzte Mal besiegt gehabt, also die Stiere sind so in Dichtung, musst du schauen, dass sie den Raum, und wenn der Raum groß ist, dann gehst du wirklich. Wir sind schon richtig. Richtig sauer. Aber also, um 10 Uhr geht, kommt der Schicker. Wolfgang, den kann ich auch so. Ein anderer Lande von einem Präsident oder Kind war Präsident von vorne worden. Der besorgt uns mit 40 Reifwegel. Ich möchte noch Flugverfügung setzen. Das ist für die Kinder ganz nett. Von hier zwei Jahrhundert einen riesen Adler in der Welt gehabt. Ich meine, ich weiß nicht, ich muss einen Adler gesagt haben. Aber wenn der dabei ist, der auf der Hand, der schon das schaut, schenkt, was aus. Was und dann ein Landbuch oder noch was. Ein ganz Volk zum Heid. Wir haben so ganz. Die Polizei. Blasmusik, wo man da 10 im Tod hat, da hat er richtig zur Sache gefangen. Das ist halt gut, also man hat dann eine Sache. Das Zeug ist so schon um Hofe. Das Füllen beginnt heute auch der Wirt. 10 auch gern zu einem Brotzeit verkündet, weil um der Bier, ja, die hat er gekauft. Weiß. Du verstehst ja auch. Ein Brotzeit, das was man heute hat. Ich weiß nicht, was ich habe. Es wird gibt es, wird Hofe am besten. Weiß, gehst halt raus, das ist ja gesagt auch nicht dabei. Wir werden dann so um der Wolfi, dem offiziellen Zug, im Zelt zwangen. Da sind dann die Mitteljährungen, die Verkündungen. Wir haben ganz tolle Preise wieder für sie freit aus dem Gau. Hast du eben die drei besten Kimmetzer von hier vom Schneiber. Schätzt uns die Tiere. Immer neues. Wenn jeder mal schätzt, ob der Stier so potent ist wie wir, du wirst es ja dann ganz eindeutig sagen. Wenn ich das zuerst den Scheck sage, macht dann der jede sein Hund hier rauf, oder? Der Dr. Grupp ist mir jetzt bei der Sammel. Das ist halt ein echter Wert, den ich immer eine große Lippe, also wenn ich zuerst den Scheck gesehen habe, dass da am Samstag in die Mongolei 2000 Samenpakete gespendet werden von der Bayern Genetik. Da glaube ich, da dürfen wir drei lang sparen. Ich habe schon auf Vorrat produziert. Seit 40 Lebensjahren. Seit ich dumm bin. Die Stirn werden aber ohne geschlafen, das wär's schon. So, dann haben wir so, das wird so sein, wir haben ja jedes Jahr der Höhepunkt vom Käferl am Montag, ist ja schon seit 20 Jahren, dass eben eine Festrede gehalten wird. Wir haben heuer mit einem enorm großen Einsatz haben wir einen Dr. Gauweiler überlegen können, dass er nicht wie seit jeher in der Zeit in Urlaub fährt. Und er hat sich extra für uns freigenommen und kommt ihm, das freut uns außergewöhnlich, wirklich. Ich denke, dass der Gauweiler jemand ist, der was zum Sagen hat, der das Leid ausspricht. Also ich konnte nur sagen, wir haben jetzt, das ist ja schon durchgesickert, dass wir einen Gauweiler als Festredner haben. Ich habe unheimlich viele Leute, die bei mir schon gefahren haben, gefragt, ob sie einen Platz haben, weil es einfach interessant ist. Wir sind immer bemüht, dass wir Leute haben, die, also Festredner haben, die auch die Leute interessieren, die müssen ja kommen. Wir suchen uns ja nichts, wenn wir einen haben, die, wo kein Mensch interessiert und wir haben keine Zuschauer. Ja? Und ich glaube, dass das ein sehr interessanter Mann ist und wie gesagt, ich freue mich wahnsinnig, dass er seit 20 Jahren fährt er um die Zeit in Urlaub und er nimmt extra frei. Und ich bin da schon ein bisschen stolz drauf, dass wir Käferlohr eigentlich immer die Leute als Redner kriegen, die wir haben wollen. Also bei uns war ja schon, ich mache das jetzt schon ganz schön lang. Ich muss sagen, es waren schon alle Ministerpräsidenten da, die wir, also seit jetzt ich da bin, wir, selbst der Bechstein, der Stoiber, der Seehofer, der Koch aus Hessen, die Bundeskanzlerin war schon da. Wir haben letztes Jahr die ganzen Kirchenfürsten da gehabt, also ich habe letztes Jahr Wort getauscht.
Mein Hut gegen das Kappe von Marx. Ich bin noch nicht aber war, also es waren schon alle Größen der Politik bei uns da. Manchen hat es Glück gebracht, manchen nicht so, weil dann Gutenberg hat es nicht so viel Glück gebracht. Der Seehofer war 2006 da und ist dann wieder ins bayerische Geschäft eingestiegen, also das hat dann schon wieder was gebracht. Aber wie gesagt, die Leute kommen, der Piquet verloren, der steht da wie ein Felsen. Die Leute wissen, dass wir interessiert interessiertes Publikum haben. Das zahlt, das ist ja auch, man muss ja immer auch das, den Vergleich anschauen. Wir sind schon verglichen worden mit Passau, mit dem Giller Moos. Giller Moos ist natürlich eine wahnsinnig große Veranstaltung von der Form her, aber so große Zelte wie wir da haben, haben sie auch nicht. Und da redet halt einmal irgendein Politiker von 500 Leuten und bei uns von 5000 Leuten. Das ist der Unterschied. Also es ist schon schwer, dass das so, so ist. Aber wie gesagt, ich freue mich da unheimlich drauf. Im Leben sind wir gut. Ja. Und wir haben natürlich auch die Gorselschnäuzer, Böllerschützen, das ganze drumherum. Wir machen eine Kutschfahrt mit unserem Ehrengast ins Zeltner. Und da hoffen wir halt, dass das Ganze kurzweilig wird, dass das attraktiv wird. Wir haben einen Stanzelsinger da, der die Leiter pflegt, dazu, den haben wir letztes Jahr schon da gehabt, das war ganz nett. Der hat da, singt dann über die verschiedenen Leute. Der Stanzel ist aber nicht geschert, aber das ist wirklich ein netter Kerl. Das passt ganz gut dazu. Wer sich schon gewundert hat, wer der junge, hübsche Mann neben mir ist, ist der Charlie Trautmann, das ist unser Schirmmeister. Ich weiß nicht, wer den Begriff Schirmmeister kennt. Das ist also derjenige, der die Prominenz begleitet, der halt schaut, dass die Leute, die wohl Kutschen gehören, die Kutschen reingehören. Auch wieder rausgekommen. Auch wieder rausgekommen, dass die Leute halt, die bei uns an den Ehrentisch verteilt sind, das sind diverse Leute, die bei uns an den Ehrentisch sitzen, dass die richtig sitzen. Also das ist der Charlie Trautmann, der dafür verantwortlich ist. So, dann bin ich mit meinen Sachen fertig. Vielleicht hat der Edmund nur zu dem Ganzen was zu sagen. Ja, Rotbank. Und wieder auch auf Kart noch. Edmund. Danke. Des Programms bleibt es mir und meinem Personal also äußerst schwierig, überhaupt so irgendwas zum Essen und zu trinken auf den Tisch zu bringen, um nicht zu stören. Aber auf der anderen Seite versuchen wir natürlich auch ein gutes Produkt wie das hervorragende Augustinerbier mit einer guten Brotzeit und einem hervorragenden Essen zu unterstreichen. Und das haben wir bewiesen, dass wir das eigentlich können. Und ich weiß, dass wir im letzten Jahr ja, mehr sündflutartige Verhältnisse auf dem Käferlohe gehabt haben. Wir wissen, dass wir heuer auf alle Fälle schon mal prädestiniert herangehen, weil wir werden im Vorfeld schon mal Schirme verteilen, dass man also auch trockenen Fußes wieder zum Käferlohe gehen kann. Aber ich wünsche mir, und das sage ich ganz einfach, eine Situation, dass zum Beispiel am Samstag, wo sich die Genotechnik so ins Zeug gelegt hat, einen Zirkuszeit aufgebaut hat, wenn der Herr Dr. Kruppmann gesagt hat, dass es nicht billig war, aber eines ist immer gewesen, was gut kann auch nicht billig sein. Wir haben also hier zum Beispiel eine Situation geschaffen, dass wir ein Tierzelt aufbauen müssen mit 30 mal 10 Meter, dass wir ein Chapiteau aufbauen für eine Veranstaltung von 5 Stunden mit 26 Meter Durchmesser, mit Sitzplätzen, 650 Sitzplätze im Amphi, also ein volles Zirkuszelt für 5 Stunden stellen. Wir lassen es dann aber stehen, weil der Herr Dr. Grupp zugesagt hat, wenn es also an den nächsten Tag ringt, dass auch dort noch die Marktstände für den Käferlohe am Montag eventuell sich unterstellen können, dass das wert. Wir bringen einen Kettenflieger aus dem Jahre 1930, den meine Familie kurzfristig erworben hat. Also eigentlich eine kleine Sensation, sowas gibt es in ganz München nicht mehr. Und wir sind eigentlich bestrebt mit unseren alten Bulldogs und mit unseren Raritäten, die Käferlohe in ihrem Traditionsbewusstsein zu unterstützen. Dass ich natürlich jetzt keine alten Weißwürste verkaufe, das dürfte jedem bewusst sein. Am Sonntag zum Beispiel nach dem Kirchgang gibt es einfach einmal nur Weißwürste. Die Erstgeblüten? Am Sonntag gibt es erst einmal nur Weißwürste nach dem Kirchgang. Aber am Montag in der Früh gibt es Erstgebrüte. Und die Erstgebrüten sind also Würste, die frisch aus der Metzgerei kommen und das erste Mal im Leben ein Wasser sehen. Und das ist eine Rarität. Das ist eine Rarität, die sehen nämlich wirklich beim Herstellen kein Wasser, sondern nur Mulch und Eis. Das ist nämlich der entscheidende Punkt. Eine gescheite Weißwurst hat kein Wasser und die sehen dann zum ersten Mal Wasser, wenn sie aufgebrüht werden. Dazu gibt es so ofenfrische, warme Brezen, dass das alles nicht
aus der Hand rausgeht, dass das alles für Mühe macht. Wir werden hier ungefähr 8 Tage aufbauen, wenn man eine Logistik von 25 Lkw-Transporten hierher für das Festzelt mit dem Biergarten. Es ist eine wirkliche Leistung, auch von der Augustinerbrauerei logistisch und auch finanziell. Und ohne die Unterstützung von Augustiner würde es nicht gehen. Muss man ganz einfach sagen, dass man so ein Fest macht. Und es ist einzigartig, um den Kefalor Montag in den Halt zu bringen und vor allen Dingen den Kefalor Freunden darin zu helfen, die Tradition zu bewahren. Ich mache es gern. Ich darf es zum zweiten Mal machen. Vielleicht machen wir es 100 Mal. Meine, der Rieger ist kein einfacher, aber auch er ist zu bezwingen, als es war zu erleben. Wir werden schon wieder fertig. Er ist ja ein Braver, er macht es dann schon, was wir ihm sagen. Aber auf der anderen Seite muss ich halt auch ganz einfach sagen, es ist, glaube ich, ein tolles Team, was den Käferloher Montag macht. Augustiner, die Käferloher Freunde und der Münchner Weißbiergarten mit seinem Festzelt. Sagt danke, dass ihr gekommen seid und wir wünschen, dass ihr uns nach wie vor in eurer Berichterstattung so unterstützt wie immer in den letzten Jahren. Ja, ich darf jetzt schon fast sagen, in den Jahrzehnten. Und ich freue mich auf den Käferloher Montag 2015. Herzlichen Dank. Weil ich jetzt gerade um die alten Fahrgeschäfte und zwar dieser Käferloher Montag, also mir gefällt das ja wirklich unglaublich, dass ich das auch nicht mache, ist ja klar. Aber ich habe schon Leute hier begrüßen dürfen, die haben mir Fotos gezeigt. Und zwar einmal habe ich eine Auszeichnung gegeben, also der wohnt da drüben in Haar, der geht seit 80 Jahren. Jetzt ja, am Käferloher Montag. Die haben mir Fotos gezeigt, wo mit seinem Opa da war. Und das sind 73. Und das sind da. Ich glaube schon, das ist. Es war mal ganz nett, da war auch der Christopher Griebel da und ist da durchgegangen und da waren Münchner da, weil es sind ja auch Münchner Presse da. Es war Münchner da. Und es waren so Damen, die sind da durch und dann hat er die interviewt und hat gesagt, die haben gesagt, sie kennen den Käferloher, sie haben gar nicht mehr gewusst, dass es das gibt und dass es noch so eine Tradition gibt. Also bei uns sind, ist es schon so auch, dass die Landwirte oder die Leute mit einer alten Lederhosen kommen. Also die ziehen sich nicht ein neues Gewand an von irgendeinem Geschäft in München, sondern die kommen so, wie es immer schon gekommen sind. Also es ist wirklich ganz, ganz echt, das Ganze. Das ist traditionsbewusst echt. Da ist nichts gekünstelt. Und das ist eigentlich das Wunderbare, weil ich sage immer, das ist die Tradition. Man kann ja weltoffen sein, das ist die Schiene an München. Aber das ist doch ein Stück weit die Tradition, die in uns ist. Und ich meine, wenn heute irgendeiner einen Maibaum aufstellt und sagt, das mache ich zum 10. Mal, ist das bestimmt nett. Aber wenn man sich vorstellt, dass das erste Mal 955 war und seitdem gibt es das. Und die Leute gingen da her und es sind sehr viele alte Leute da, die wo sagen, ich bin in meiner Kindheit schon dahergegangen. Dann bestätigt mir das immer wieder, dass ich sage, Mensch, wir müssen da weitermachen, wir müssen das versuchen, dass der Käferloher weitergeht. Weil solange die Leute da herkommen, solange wir die Freude da haben und wenn sie und die Leute sich bei uns wohlfühlen und das Ganze nicht künstlich tun, das finde ich einfach klasse. Und wie gesagt, die Hälfte von den Leuten, die da umeinander gingen, die gehen zu mir her, die kommen, kennen uns schon. Ich weiß meistens gar nicht, wie die alle heißen, aber ich kenne die von Jahr zu Jahr wieder. Die rufen an, ich bin der und der und halte mir für ein Jahr einen Platz frei. Freilich kriegst du einen Platz, kannst nicht rechtzeitig kommen. Das finde ich, das ist wunderbar. Und das ist was, wo den Käferloher einfach ausmacht und wo wir halt einfach mit Käferloher-Freunde wirklich bemüht sind, dass wir die Tradition aufrechterhalten. Und ich hoffe, dass das nur lang weitergeht. Also, das war jetzt das letzte Wort. Vielen Dank. Wenn ihr Fragen habt,